auf ein neues. Rein runter, aber man sieht sozusagen, so wirklich mit Besuch vom Wasser rechnen die hier nicht. Aber macht nichts, ein schöner Campingplatz. Alle Akkus durchgeladen. Noch alles irgendwie runterkriegen, einräumen und los geht's. So, endlich im Wasser drin, hat ein bisschen gedauert wieder mal. Haben schon kurz nach 8 Uhr. Das dunkle Bier von gestern hat seine Wirkung gezeigt. Okay, auf geht's. Kaum losgefahren und schon ist das nächste Wehr. Schauen wir mal, wo wir es umsetzen können. Keine Ahnung, was das hier so wirklich ist. Fahren wir mal da hinten lang. Und danach schon mal. Was für welche Atomeier das sind. Also, so Anlagen sind schon immer irgendwie landschaftshebend. Sieht gleich viel besser aus, das Ganze. Zum Übersetzen werde ich in die Schweiz zurückgeschickt und das ist eine ziemlich lange Umtragung, wie es so ausschaut. Viel zu früh geunkt. Die Umtragung ist doch irgendwo da vorne und nicht das ganze Laufen. Hurra! Jetzt haben wir hier die Twist-Einzelfahrerin wieder eingeholt. Die hat es glatt geschafft, früher zu starten als ich auf dem Campingplatz. Jetzt gehen wir das Kajak klauen. Ha! Das Kraftwerk bei Lippstadt, das hat eine schöne Fischaufstiegsanlage. Die gehen wir uns jetzt noch mal anschauen. Das Kraftwerk liegt so auf der deutsch-österreichischen Grenze. Okay. Hier haben wir mal schön einen Blick rein. Gehen wir mit so vielen kleinen Becken raufwärts. Sagen hier in der Schweiz echt biberfreundlich, das ist ein Biber-Rettungssteg, dass er hier wieder raus kann. Kann sich auch so von Baum zu Baum hangeln, die Strömung ein bisschen wegnimmt, dass er hier hinkommt zum Notausstieg. Da müssen schon ein paar Biber ertrunken sein vorne im Rechen. Ich bin hier zurück von der Fischtreppen-Exkursion. Oh, und Kajak ist auch noch da. Da ist es. Auf geht's. Ich bin überlegt, aber ich schätze mal, die Johanna werde ich vom nächsten Wehr nicht mehr einholen. Die ist doch ganz schön zügig unterwegs. Okay. Auf geht's. Uferkonstruktion habe ich bisher auch noch nicht gesehen.
eine Wasserleitung aus Holz. Das schaut dann nicht so brutal aus, wie man es mit Beton oder mit Steinen macht. Also ein bisschen natürlicheren Eindruck. Da kommt jetzt wieder der Kanal zurück, die Energiegewinnung. Ja, und die Johanna kriege ich heute definitiv nicht mehr. Die ist auf und davon. So, schauen wir mal. Da ist eine gefährliche Strömung unter der Brücke. Die Johanna doch noch eingeholt. Das ist eine ewig lange Umtragung. Und da am Wehr haben sie nur höllisch schwere Wegen. Da wiegt der Wagen schon allein so viel wie mein Boot. Das ist immer das Ende. Wahrscheinlich irgendwo hinter dem Zelt. Frühestens. Schauen wir mal. Ganz spannende Konstruktion. Mal schauen, ob wir die in Betrieb setzen können. Aber ich habe sowas noch nie gemacht, Johanna auch nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. So, jetzt geht's abwärts. Die Spannung steigt. So, meine Maschinenführerin. Wir vertrauen mal, dass wir hier auf Schweizer Seite sind und dass alles gut durchdacht ist. Und wenn wir saufen, ist unsere Beinboote ab. Auf Nimmerwiedersehen. So. So, noch ein paar Meter bis zum Wasser. Jetzt haben wir dann gleich den Touchdown.
Die Spannung steigt. Keiner weiß, was passiert. Ja. Da einigen wir uns jetzt gleich mal auf eine Tiefe, wo ich stoppe. Ja. Aber die Frage ist, wann sagt man jetzt dann Stopp? So, wieder gut reinkommen ins Wasser und auf geht's zum nächsten Wehr. Vom hochrheinkano.de sind wir noch ganz nett vom Kaffee eingeladen worden und jetzt geht es gestärkt weiter. Und die nächste Umsetzung ist wieder mit einem Wagen, elektrischen. Endlich, beinahe hätte ich nicht gesehen. Mein Kollege hat schon vorhin einen Biber gesehen, ich nicht. Und hier hast du den zugehörigen Biberbau. So, das nächste Wehr. Und da links ist der Wagen. Okay, weiter geht's nicht. Reinfahren. Okay. Ja, wie auf dem Plärer. Ja. Ja, Achtung, jetzt geht steil runter. Festhalten, dass die Mütze nicht runterfliegt. Es gibt hier Bootswagen, sogar ohne Münzeinwurf. Ich präsentiere hiermit die Europas längste Holzbrücke, die überdacht ist.
Die nimmt wirklich gar kein Ende. So, ich stehe jetzt genau auf der Mitte von der ewig langen Brücke. Jetzt schaue ich in die Schweiz. Jetzt gehe ich mich drehen. Und da geht es nach Deutschland. Zum Euro. Wo es billiger ist. So, da können wir von nahen anschauen, die Fangstation. Hier geht irgendein Bächlein rein. Aber das lassen wir heute aus. Ausnahmsweise.
Das ist der Campingplatz bei Schwörstedt. Man sieht keiner da. Mhm.